Ja, servus Leute, willkommen zu diesem Video. Wir werden in diesem Video mal die Stoßstange demontieren. Und warum ich das mache, ist der Grund, ich habe hier zwei Lüftungskanäle, die für diese Stoßstange genau passen. Und die will ich jetzt einbauen. Und ja, ich bedanke mich trotzdem nochmal an den netten YouTuber, der mir die hier geschenkt hat. Der hat nämlich vom Schrottplatz-Video gesehen, dass ich die suche. Und hat mir noch ein bisschen was anderes dazugelegt. Das werde ich auch in anderen Videos mal anbauen und ja, fangen wir einfach an mit der Demontage der Stoßstange. Ja, zuerst müssen wir erstmal die Zierleisten abmontieren. Da kann man den Schraubenzieher hier drunter und die Zierleisten ausklipsen. Passt bitte auf, dass ihr euch den Lack damit nicht zerstört und dann einfach ausklipsen und von hinten einfach sofort ziehen und dann habt ihr sie schon unten. Das gleiche mit dieser Seite auch. Da müsst ihr zuerst mal diese Kappe hier öffnen, wo auch die Abschleppöse drunter ist. Und mehr braucht ihr da auch nicht öffnen, weil ihr müsst im Endeffekt diese Schrauben hier jetzt lösen. So, diese 13er Schraube, die öffnen wir jetzt. Und können Sie somit auch schon rausschrauben. So, die andere Seite natürlich auch. Die Schrauben öffnen. Sollten die festgerostet sein, dann ein bisschen WD-40 drauf oder Rostlöser, dann sollten die eigentlich schon lose sein. So, und jetzt sind sie schon lose. Jetzt sieht man schon, jetzt kommt die Stoßstange schon runter. Aber bevor ich diese beiden Schrauben jetzt komplett löse, werde ich eine drinnen lassen und werde die ganzen Verkleidungen, was außen drumherum sind, erstmal abmontieren. Ja, im Rathaus hier befindet sich jetzt eine 8er Schraube. Die drehen wir jetzt mal raus. Die hält nämlich nur die Rathausverschalung. So, hier unten befindet sich einmal eine 25er Torx, die ist nicht mehr original. Die musste ich reindrehen damals, weil die alte war weggerostet, die musste ich austauschen. So, die Schrauben sind hausen. Ich musste jetzt leider den Nebelscheinwerfer öffnen oder ausbauen, da die Schraube jetzt nicht raus wollte. Die haben nämlich hier solche blöden Metallklammern dran und die ist abgebrochen. Dann ist die Schraube durchgedreht. Gut, mache ich dann später eine neue dran. Jetzt hätte ich die Seitenverkleidung schon mal lose. Jetzt muss ich noch auf die Beifahrerseite und da das gleiche Spiel. So, hier auch wieder die Schrauben öffnen. Hier habe ich zum Glück alles nur noch 8er Nüsse. Also sind noch die Originalschrauben drin. Da wird es hoffentlich jetzt wegen einfacher werden. Hier üben natürlich die Schraube auch, aber hier ist auch wieder eine 20er Torx drin. Da wurde auch schon mal eine andere Schraube rein geschraubt. Und wenn man das Rad einschlagen würde, was ich jetzt nicht mache, wäre das viel leichter, die Schraube rauszubekommen. So, aber hausen ist sie trotzdem. Und jetzt haben wir alle Verkleidungen abgemacht. Und jetzt können wir die Stoßstange nach vorne wegziehen. So, jetzt haben wir die Verkleidungen einmal links wie rechts im Radkasten raus und die vier 13er Schrauben. Und jetzt kann man die Stoßstange vorne rausziehen. So, Stoßstange ist unten und jetzt können wir die Lüftungskanäle tauschen, so wie ich es möchte, und das zeige ich euch natürlich auch.
So, den Lüftungskanal habe ich jetzt hier mit einer Schraube befestigt. Da der ja nicht der originale war und mir der nicht rausfliegen soll, drehe ich den mal schnell runter. So, den Temperaturfühler mit dem Aushängen, den steckt man einfach nur so runter. So, der alte Kanal kommt weg. Jetzt kommt der neue Kanal drauf. Der wird einfach nur hier unten über solche Plastiknasen hier eingehangen. Und dann ist es auch schon fest, das Ganze. Es gestaltet sich ein bisschen schwierig. So, jetzt ist er eingerastet. Jetzt kann er mal weg. Jetzt hängen wir dann den Temperatursensor wieder rein. Später, wenn ich jetzt die nächste Seite noch mache. Die mache ich mal eben schnell. So, hier ist er festgeschraubt. Das schraube ich jetzt auch mal schnell ab. So, der kommt auch raus. Und zum Vergleich, soll ich das jetzt so hinhalten? Also, ist schon ein Stückchen länger der andere. So, hier haben wir das Loch drin für die beheizbaren Waschdüsen. Und hier seht ihr wahrscheinlich diesen Clips hier. Den gibt es unten und oben. Und der muss jetzt hier eingehängt werden und hier. Und dann hält er auch schon fest. So, auch fest. Und jetzt, weil ich ja den Temperaturfühler habe für die Waschdüsen, den werde ich jetzt auch noch reinlegen. Den habe ich nämlich im Vorfeld oben hinter die Scheinwerfer verbaut gehabt. So, den Temperaturfühler habe ich jetzt von oben runter. Den steckt man einfach hier ganz normal rein und dann hält er. Und jetzt können wir das Ganze wieder zurückbauen, so wie wir es ausgebaut haben. So Leute, ich habe jetzt alles festgemacht. Die Lüftungskanäle sind fest. Ich habe jetzt hier wieder die Temperatursensoren und den Temperaturfühler angeschlossen. Und jetzt werde ich die in der umgekehrten Reihenfolge zurückbauen. Wenn ihr die Stoßstange ausrichten wollt, drückt sie einfach ein wenig nach oben, zieht noch nicht alle Schrauben fest und richtet sie erstmal aus. Passt auch auf, dass hier jetzt nicht so viel Spiel ist und hier überhaupt keins mehr ist. Müsst ihr darauf achten. Geht noch vielleicht noch einen Ticken höher. Sieht schon mal perfekt aus. Zieht die Schrauben nicht so fest an, Leute. Weil es sind nur Stehbolzen. So, haben wir hier die Stoßstangen wieder ausgerichtet. Schrauben wir alle Verkleidungen hier unten, Radhaus, wieder fest. Und ja, dann kommt noch die Blende drauf. Und dann sind wir eigentlich schon gut wie fertig. So, wir müssen jetzt am Radkasten noch die Schrauben befestigen. Da fehlt jetzt hier eine, die hält nicht mehr, und hier oben hält eine nicht mehr, die fehlt. Und da ist eigentlich so ein Plastik dahinter, da schrauben wir jetzt einfach hier so eine Torx-Schraube rein. Ich habe da mal eine Beilagscheibe drunter gelegt, dass es nicht so schnell ausreißt. So, wieder fest. Und jetzt müssen wir noch hier hinten das festmachen und das machen wir genauso. So, die Schrauben jetzt so euch anziehen. Es sind nur Plastikhalterungen dahinter. Und jetzt machen wir die restliche Unterverkleidung und so hier hinten noch alles fest. Ja, die Radhausverkleidung haben wir wieder dran. Jetzt fehlen hier unten noch die drei Schrauben und die werde ich jetzt mal schnell reinschrauben. Im Endeffekt, ihr seht es ja nicht, aber ich drehe sie für euch jetzt mal rein. Normalerweise, Leute, sind solche Dinger hier drin.
in der Stoßstange, das ist jetzt hier ausgerissen. Ich werde es jetzt so machen, da man sowieso die Nebelscheiben rausmachen muss, werde ich das jetzt so ersetzen. Ich werde jetzt hier so eine Kunststoffschraube nehmen und die Schraube da hineindrehen. Somit kann ich oben mit der Mutter festhalten und oder mit der Ratsche festhalten und unten mit dem Schraubenzieher das Ganze reindrehen. So, geschafft. Somit, dass man ja da sowieso reinkommt, ist es ganz easy. Und jetzt hält alles wieder gut. Ja Leute, Endspurt ist jetzt halt nur noch die Zierleisten befestigen. Die machen wir einfach hier rein. Einschieben hinten und dann hier einfach nur einklipsen. Und die hier einfach nur hoch einklipsen. Fertig. So, wie man die Nebelscheinwerfer rausbekommt, verlinke ich einfach mal unten in der Infobox das Video Nebelscheinwerfer Ausbau. Und soweit, so gut war das jetzt alles, wie man die Stoßstange abbekommt. Und ja, wie gesagt, hier an der Seite die anderen Videos von meinem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.